Hallo liebe Leute, wir sind jetzt wieder auf Sendung auf unserer kleinen Farm in Minecraft. Mit dabei ist heute wieder die Alien. Die sieht heute ein bisschen anders aus. Nicht erschrecken, ja? Die hat sich einen neuen Skin gemacht. Ja, hi. Ich sehe jetzt aus wie ein Alien. Ja, sie wollte ja unbedingt außerirdisch aussehen. Brauchst du noch irgendwas, Alien? Sonst würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Aber warte mal, du musst dir das angucken. Guck mal, ich kann Eddie tragen. Was kannst du tragen? Die Schlange, ich kann sie tragen. Wie das aussieht, voll geil. Oh Mann, oh, die faucht mich schon die ganze Zeit an. Also ich habe schon beschlossen, wenn Alien mal nicht da ist, werden wir die hier vielleicht mal oben töten. Nein! Das ist böse. Du wirst es nicht verhindern können. Verdammt. Kommst du mit, Alien? Ja. Sehr gut. Ey, und dieses Scheißvieh hier, Die ganzen Rehe hüpfen immer in den Feldern rum. Deswegen, jedes Vieh, was ich jetzt hier sehe, wird jetzt hier sterben. Wo ist es? Komm her. Jedes Vieh, alles. Ja, zumindest die Rehe. Okay. Die müssen sterben. Alter, die sind zu schlau für mich. Komm her, dich kriege ich nämlich auch noch. Ah, so. Gut. Ich würde sagen, wir sind dann soweit. Ja. Ist halt die Frage, was wolltest du alles machen? Lass doch die armen Ziegen, Mensch. Nein, die haben mich gestört. Du Schwein. Und du Huhn. Ich meine, das Huhn, das hätten wir ja sogar vielleicht noch reinlocken können, ja? Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Nein, ich hab's umgebracht. Fertig. So, warte mal, ich muss ja gerade die Musik noch einen Tick leiser stellen. Ich glaube, sonst hört man dich nicht, Alien. Mann, so. Was machen die hier? Guck dir das an. Der kleine Bär gegen das große Wildschwein. Ein neuer epischer Fight. Ja, und den Gewinner, den werde ich dann töten. Wir sind ganz oben in der Nahrungskette. Okay, jetzt guck mal. Ey, hier, der kleine Panther. Der sieht voll süß aus. Hier ist der Große, der will mich. Dann mach ihn kaputt. Ich helf dir. So. Yay. Was machen die? Die töten sich hier alle gegenseitig. Boah, ey. Okay, wir lassen es aber erstmal. Hier oben wird auch schon wieder gekämpft. Der Bär möchte die Libelle haben oder so. Was will der von mir? Der will dich nur angucken. Du siehst halt komisch aus. Damit musst du dich abfinden, Alien. Hallo, ich sehe aus wie ein Alien, ja? Ja, das stimmt schon. So, wir müssen nochmal gucken. Also hier die Fläche, die stimmt schon. Hier sind wir jetzt ganz oben. Das heißt, auf dieser... Alien, wo bist du? Da. Ja. Auf dieser Fläche müssten wir jetzt noch ein bisschen abtragen. Hast du noch eine Schaufel? Ja. Eine Diamant auch? Nein. Warte, nimm mal die. Na gut. Damit geht es ein bisschen besser. Dann lass hier nochmal ein paar Schichten abtragen. Weil hier müssen wir jetzt alles planieren, damit hier später unser Landhaus stehen kann, ja? Okay, dann nehme ich hier die. Ja, ich habe beschlossen, du kriegst dann auch ein eigenes Zimmer. Ja! Endlich. Oder wir teilen uns das Schlafzimmer, das müssen wir mal gucken. Aber ich habe ja auch noch ein eigenes Haus. Häuschen, meine ich. Mein Häuschen. War lange muss ich ja mal gucken. Dort. Es ist immer noch zu laut hier, die ganzen Sounds, die gehen mir gerade so ein bisschen auf den Sack. So, jetzt sollte es aber gehen. Und die Alien gewinnt diesmal eiskalt das Rennen. Da habe ich gar keine Schnitte mehr. Oh ja, du bist ist aber auch das erste Mal. Hallo! Da kommt sie schon wieder. Ich bin hier die Superheldin im Schneeschaufeln. Schneeschaufeln. Ja, du bist echt die Schneeschauflerin schlechthin. Uns wird schon dunkel, Alien. Wir sollten direkt mal schlafen gehen. Na gut. Guck mal, ist der Panther schon wieder groß geworden? Ja, das war das Baby. Mein Gott, das geht ja flott. Ne, guck mal, das Baby ist noch hier. Woher kommt der denn dann auf einmal? Komm her, stirb! Alter, wie stark der ist! Boah, 2,5 Herzen nur noch. Und hier ist richtig was los. Oh oh, der ist gerade verwirrt. Nein, nicht Susi! Die ganzen Tiere hier. Ja, dann lass uns jetzt mal schnell schlafen gehen, sonst passiert hier nämlich noch was. Okay. Ich heile mich auch gar nicht. Ist ja blöd. Brauchst du was zu essen? Ein ja, hab ich ja schon. Zebra. Ein Pferdchen. Eine Krähe. Ist ja langweilig. Oh, verdammt. Was machen die? Ich habe einen Erdblock an die Wand geheftet. Oh, das ist gut. Mann, schon wieder vor meiner Nase die Tür zu. Schwein. Und wenn wir schlafen gehen, lese ich uns nochmal ein kurzes Gesetz vor, ja. Wir nutzen mal die Chance, damit ich das mal nicht vergesse. In Alabama ist es Autofahrern verboten, während der Fahrt eine Augenbinde zu tragen. Ja, mein Gott. Darf man da gar nicht mehr besoffen, ja. Mit verbundenen Augen Auto fahren. Ja, das ist ja auch echt ein Wunder, dass man
am besten nicht mit geschlossenen Augen Auto fahren sollte. Ja, das Coole ist ja immer, wer macht sowas? Also die Frage ist ja, wer fährt mit verbundenen Augen Auto? Irgendwelche Besowskis? Ich denke mal, es geht ja wahrscheinlich nur darum, dass du nicht mit, dass du nicht auch mit nur einem verbundenen Auge fährst. Aber es ist natürlich so formuliert, als ob da einer mit komplett verbundenen Augen Auto fährt. Ja. Ich meine, das ist im Endeffekt so wie Alien, wenn die Auto fährt, ja? Oder ihr Raumschiff. Die kann ja auch nicht Auto fahren. Ja, genau. Ich kann nur fliegen. Du kannst nur fliegen. Aber auch nur Bruchlandung. Meine Susi, die verfolgt dich. Guck mal hinter dich. Susi, was willst du? Willst du Brot? Susi will bestimmt Brot. Komm hier, Susi. Nein, die will Weizen. Nee, die will Brot. Ja? Die will mein Brot. Vielleicht will sie auch den Tod, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Nein, ich lasse Susi mal schön am Leben. Ja! Na Gott sei Dank. Ich hab's eingesehen, ich muss ja deine Tiere auch mal ein bisschen schonen. Hallo? Das mache ich alles, wenn du nicht da bist, dann bringe ich alle um. Oh. Ich hab schon das Diamantschwert verzaubert dafür. Wenn du schon mit More Creature spielst, dann musst du hier auch mal ein paar Tiere anstecken. Nein, das ist ja nur, damit es kreucht und fleucht, ne? Ja. Für nichts anderes, ja. Also nur ich damit muss es immer so mal eins zählen. Was musst du zählen? Achso, irgendein Tier. Alien Oh! Achso, ich dachte, der wollte mich jetzt haben. Ja, er wollte dich haben. Oh ja, ich will dich. Oh, meine Diamantschaufel ist gleich platt. Ich weiß noch damals, als ich das hier alles alleine gemacht habe, mein Gott, das war eine Arbeit. Jeden Tag hier so eine Stunde schippen, dann hatte ich nämlich schon keinen Bock mehr. Oh, oh. Jetzt wird sie mich überholen, weil sie die bessere Schippe hat. Nein! Nein! Ach, Mann. Hehe, sie schafft es nicht. Ja. Alien kann nur Raumschiff fliegen, mehr nicht. Du weißt echt gar nichts von mir. Ich weiß schon zu viel von dir, Alien. Nein, nein, nein. Das Schöne ist ja, was wir jetzt hier abtragen, muss ja auf der anderen Seite zum Teil wieder drauf. Das ist natürlich ein bisschen lästig, aber wie? Was macht man nicht alles für ein Lagerhaus? Ja, guck mal, auf der anderen Seite ist es ja so ein bisschen abschüssig. So. Trägst du oben noch ein paar Bahnen ab, Alien, dann mache ich hier diese Stufen mal gerade zu Ende, die wir hier beim letzten Mal auf der anderen Seite nicht gemacht haben. Ja. Sehr gut, dann lege ich hier mal los. Heute werde ich ausnahmsweise mal ein bisschen fleißig sein. Ja, also ich meine, beim letzten Mal war es ja auch schon vorbildlich, deswegen habe ich dich ja heute direkt wieder mitgenommen, mal keine Session alleine geschoben, ja. Normal brauche ich immer so ein bisschen Erholung von Alien, das habe ich ihr so vorher noch nie gesagt, aber ist oh! So. Oh, Mann, ey, du bist so gemein. So was kann man zu einem Alien nicht sagen, weil nachher wird's böse. Alien, was machst du hier? Ja? Alien, zeig mir seinen Hintern. Ach nein, das ist nicht Alien, das ist nur ein Schwein. Oh. Boah. Es war vielleicht auch gut, weil sonst hätte ich dir jetzt gerade deine Rippchen rausgeschlagen, dein Schweinefleisch. Aus deinem Fleisch schmeckt. Aus deinen dicken Hinterbacken. Du bist eine Nervensäge. Wenn sich das da mal anguckt. Gut, die Treppen laufen hier ganz gut. Jetzt noch das Stück hier. Oh, hier sind so viele Bäume. Und da müsste ich auch noch welche anpflanzen. Soll ich das nachher mal machen? Ich hab, ja, toll, einen Birkensetzling. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Oh, diese scheiß Bäume. Ja, ich bin froh, wenn es nicht die großen sind. Also, ganz ehrlich. Ja, ich habe gerade einen großen abgeholzt. Ich hatte auch überlegt, ob wir das nicht ganz einfach mal hier mit Feuerzeugen machen sollen. Aber dann habe ich gedacht, oh, das Holz, das brauchst du später wieder so für die Dächer. Sonst hätte ich gesagt, rennen wir hier einfach mal rigoros durch und zünden alles an, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Ja, ich zünde gerne an. Ja, brennende Tiere, ja. Ja, das wäre echt mal cool, aber obwohl, komm, Alien, das machen wir. Komm, wir holen uns mal, wir holen uns. Ja, ein paar Bäume kann man ja abflammen. Nein. Also wir brennen jetzt alle ab, das meine ich. Hab ich Eisen? Ja, klar. Alle da oben. Ich mach noch ein bisschen weiter. Ja, wir müssen uns ja auch mal einen Spaß gönnen, ja? Es geht ja nicht hier immer nur um die fiese Arbeit. Genau. Und vielleicht gibt es da noch ein bisschen gebratenes Schweinefleisch dabei. Okay, wir brauchen dann also zweimal Eisen und zweimal Feuerstein. Ja gut, das ist ja nicht das Problem. Oh, die Hunde, ich weiß nicht, was die haben. Jetzt sind hier auch noch gefährliche Schlangen im Haus, die mir ans Leder wollen, also... Ey, das ist nur Eddie, ja? Eddie?
Mann, lass meine Tiere in Ruhe. Eddie ist mir nicht geheuer. Eddie ist ganz sympathisch. Nein, ich glaube nicht. Doch. Der faucht mich immer an. Der will mich. Oh, hier sind so viele Wildschweine. Das ist halt eine Schlange. Wenn ich dem in die Augen gucke? Nee, okay, daran liegt's nicht. Ich dachte, wenn ich dem Wildschwein vielleicht tief in die Augen blicke, möchte es mich haben. Oh, oh. Und da haben wir schon einen Löwen. Löwe, willst du mich? Ja, der Löwe hat sich jetzt gerade ein anderes Ziel gesucht, glaube ich, oder? Nee, hey, du scheiß Ameise, das ist mein Apfel. Ah, Löwe, du kannst mich. Stopp! Hehehe, hab ich dich. Ich habe gerade wild mit einer Ameise gekämpft. Na, mein Gott. Du hast auch richtig viel riskiert, ne? Alien, hier, warte. So. Viel Spaß. Vielen Dank, dass du ein Feuerzeug für mich ausgepackt hast. Ich würde sagen, jetzt geht's hier ordentlich los. Au, ich habe mich selbst fast angezündet. Yay! Wie komme ich hier hoch? Du musst sie einfach nur von unten anzünden, das weißt du, ne? Das reicht normalerweise. Okay. Dann werde ich jetzt Spaß haben. Ich auch. Au! Ach, das ist diese blöde Schlange hier. Ja. Mein Gott. Aber Schlangen sind nicht blöd, Schlangen sind cool. Wenn sie mich beißen, sind sie blöd. Außerdem heile ich mich schon gar nicht mehr. Mano, ich will nicht das Gras anflemmen. Aua! Ich flemme mich selbst an! Das müsste ja eigentlich reichen. Brennt Ilden? Echt? Das Schauen Alien brennt! Nicht mehr, schade. Oh, ist das schön. Das ist doch romantisch. Ja, genießen wir die brennenden Wälder. Zünden wir das Huhn an. Ich hab das, hast du das echt gemacht? Ja, ich hab das Huhn angezündet. Schön, wie macht man das? Du musst einfach den Block anzünden, auf dem es steht. Einfach auf den Boden drücken. Schön, es rennt. Und ich habe gebratenes Hühnchenfleisch. Ja, gut, ne? Das ist praktisch. Oh, ein Kaninchen. Und es knistert auch so schön. Ich finde das voll geil. Au. Oh, ich brenne schon wieder. Irgendwann wirst du sterben, Alien. Ich weiß es. Das ist so ungeschickt. Aber das macht so Spaß. Ja, hier kann man echt mal so alles rauslassen. Was man im realen Leben ja nicht machen sollte. Oh, schön Scheiß sieht das aus. Scheiß Mathelehrer! Brenn, Mathelehrer! Brenn! Jetzt gucken keine Mathelehrer zu. Na, ich hoffe nicht. Oh, die verschwinden jetzt hier ratzifatzi, die Bäume. So, ja, du gehst noch in Flammen auf. Ja. Und du. Wie viele Bäume willst du überhaupt weg haben? Ach, wir können hier mal. Au! Mal ordentlich was wegbrennen, das ist kein Problem. Lass deinen Trieben freien Lauf, Ellen. Du kannst zündeln, wie du möchtest. Oh, schon wieder brenne ich. Ich habe eine Schnecke angezündet. Obwohl, die kann man dann bestimmt auch essen. Schön knusprig. Oh, ich muss mich erstmal ein bisschen wieder heilen. Ja. Fackel dich nicht ab, Alien. Hallo, Schaf. Ich mache hier den Rest. Schaf, willst du auch brennen? Boah, wie schnell das geht. Oder der lädt das nicht richtig nach gerade. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall geht das richtig zügig jetzt. Bis wohin muss ich denn? Wir müssen. Oh, wir sind ja schon viel zu weit. Ja? Ja, ist ja nicht schlimm. Alles weg hier. Oh, das Schwein brennt. Und das Schaf auch. Das mein Gott. Und der Vogel! Au, ich brenne. Nein. Haha. Haha. Aber wieso? Ich glaube von oben oder so. Ich weiß es nicht. Weil du gesprungen bist. Bin ich nicht. Ja, dann eben nicht. Bin ich nicht. Oh, hier ist eine Höhle. Stimmt. Oh, auf einmal ist alles frei. Oh, stimmt, das war sogar recht tief hier, ne? Und da unten ist ein Skorpion. Eine Schlange! Oder? Was ist das denn? Achso, das ist ein Skorpion mit Kindern drauf, okay. Oh, ich bin vergiftet. Ja, weil du Schlangen so lieb hast, ne? Weil die ja so cool sind. Ja, die Schlangen stehen einfach auf Aliens. Soll ich noch ein bisschen Erde schippen hier? Komm, wir zünden erstmal die Bäume an. Wir genießen das jetzt hier. Na gut. Oh, jetzt ist erstmal die Zündelphase. Die brandheiße Phase ist angekommen. Hm, gebraten ist Ziege. Döner. Döner. Komm, ich möchte Ziegendöner. Ich habe auch eine Made angezündet. Zünde alles an. Ich auch. Zünde jetzt auch noch einen Elefanten an. Meinst du, der mag das? Das ist aber schon sehr sadistisch, ey. Man zündet doch keine Elefanten an. Das ist geschmacklos. Ich habe auch schon eine Schlange angezündet. Obwohl die cool sind? Ja. Ich wollte das mal testen. Okay. Oh, sie will mich. Sie will mich trotzdem. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, wa?
Ey, wir sollten dann mal aber gleich wieder ins Lagerhaus gehen. Weil okay. Es wird ja schon wieder dunkel. Oh, guck dir mal das sieht voll geil aus. Ich habe Elefanten angezündet. Oh Gott, er will mich.